Der Jäger Nimrod war Urenkel Noahs. Sein Name lebt mit dieser Burg fort. Nicht nur die Kreuzfahrer und schon vor ihnen die Assassinen, auch die Israelis haben diesen Punkt für strategisch wichtig erkannt. Auf dem etwa 400 Meter langen und 100 Meter breiten Bergrücken besaßen die muslimischen Assassinen einen Stützpunkt. Gegen diese geheime Bruderschaft aus Persien gingen wohl 1126 die Herrscher von Damaskus vor und verdrängten sie. In jenen Jahren hatten die Kreuzfahrer noch nicht viel von den in sich zerstrittenen muslimischen Fürsten zu befürchten. König Balduin II. Konnte darum die Burg Nimrod 1129 kampflos von den Assassinen übernehmen. Doch schon um 1132 fiel sie erneut an Damaskus. Zwischen 1139 und 1164 war sie noch einmal fränkisch. Nach dem endgültigen Sieg der Muslime über die Franken verlor sie ihre Bedeutung und verfiel. In der Zisterne hält sich selbst nach 8 Jahrhunderten noch immer das Wasser. Bei unserer Weiterfahrt zum Hermon kommen wir durch mehrere Drusendörfer. Die Drusen sind eine muslimische Gemeinschaft, eine Geheimreligion, deren Mitglieder im Libanongebirge, in Südwestsyrien, in Jordanien, in Nordisrael und in der Diaspora in den USA leben. Ihre Glaubensvorstellungen gehen auf die fatimitischen Ismaeliten, einen Zweig der Schiiten, zurück, haben sich aber weit von der islamischen Lehre entfernt. Sie glauben an die wiederholte Menschwerdung Gottes, wobei dessen letzte und endgültige Inkarnation Al-Hakim bi Amri Allah, der 1021 nach Christus verstorbene sechste Fatimitenherrscher, sein soll. Ihr Name wurde wahrscheinlich von einem Nachfolger Al-Hakims, von Muhammad ad-Darasi, abgeleitet. Obwohl sich die Religion aus dem Islam entwickelt hat, enthält sie zusätzlich neuere, dem Judaismus und dem Christentum entlehnte Elemente. Manchen ist es schon am Busparkplatz kalt und windig genug, doch die meisten nehmen den Sessellift und fahren ganz hinauf.
Der höchste der drei aus Jurakalk aufgebauten Gipfel des Hermon ist mit 2814 Meter der höchste Berg Syriens. Beim Rückweg fahren wir von 2800 Meter über dem Meeresspiegel auf eine Höhe von 200 Meter unter dem Meeresspiegel, also über 3000 Höhenmeter. Wir fahren wieder zurück durch die Dörfer der Drusen, die hier hauptsächlich vom Obstbau leben. Vorbei an den Obstplantagen der Drusen droht dieser israelische Panzer nach Syrien hinüber, als stetige Provokation. Wieder zurück am See Genezareth neigt sich der Donnerstag dem Ende entgegen.